Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zur Frage, ist Israel Gottes Volk? Es geht ja immer wieder darum, dass Israel den Tempel baut oder bauen will, ja, den sogenannten dritten Tempel, und dass schon alle Steine bereit liegen und die Priester schon ausgebildet werden und eigentlich alles schon fertig ist, um diesen sogenannten dritten Tempel zu bauen. Da stellt sich mir dann immer die Frage, ist Israel denn überhaupt Gottes Volk? Das ist natürlich eine hochkritische Angelegenheit, weil alle sagen, dass Israel Gottes Volk ist. Nur nicht das Neue Testament. Das Neue Testament sagt, dass die Gemeinde Jesu Christi Gottes Volk ist. Dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, dass der zu Gottes Volk gehört. Im Neuen Testament ist die Abstammung nicht mehr ethnisch, irdisch, stammesmäßig, ja, sondern im Neuen Testament ist die Abstammung geistlich. Und damit ewig. Damit ist Gottes Volk im Neuen Testament ein Himmelsvolk. Und um zu Gottes Volk im Neuen Testament zu gehören, muss man von oben herab geboren sein, muss man wiedergeboren sein. Das Volk Israel in seiner Gänze oder in seiner überwiegenden Mehrheit besteht aber nicht aus wiedergeborenen Menschen, sondern aus Menschen, die Israelis zunächst mal sind, ja, von ihrer Nationalität. Und ein Teil von ihnen ist Juden. Und von den Juden ist niemand wiedergeboren, sonst wären sie Juden. Sonst wären sie Christen, ja. Israel heute ist nicht Gottes Volk. Das wird zwar immer wieder gesagt, das ist aber falsch. Das kommt aber auch daher, dass die meisten Pastoren und Prediger heute so einem gewissen Zeitgeist folgen, der sich wohl irgendwo eingeschlichen hat bei den Evangelikalen. Niemand würde sich heute trauen zu sagen, dass Israel nicht Gottes Volk wäre, ja? Weil das politisch auch nicht so ganz gut ist. Aber das Neue Testament sagt, dass Gott sich ein Nichtvolk ersehen hat. Das Neue Testament sagt, dass Israel beiseite gesetzt ist. Die Geschichte zeigt uns, dass Israel 2000 Jahre keinen Tempel hatte. Kein Opfer, keinen Priester, keine Vergebung. Ist das dann ein Volk Gottes? Luther hat sich dazu auch sehr deutlich geäußert. Und ich staune immer, wie aktuell eigentlich seine Aussagen dazu sind. Der hält sich halt an die biblischen Aussagen und die veralten in dem Sinn dann auch nicht. Ja? Wenn Israel Gottes Volk ist, wieso hat Israel keinen Tempel? Wenn Israel Gottes Volk ist oder wäre, warum hat es keine Reinigung von seinen Sünden? Sorry, wenn Israel Gottes Volk wäre, warum kann es 80% seines Gottesdienstes überhaupt nicht ausüben, weil es keinen Tempel hat, wo es opfern könnte? Merkt ihr, da stimmt doch was nicht. Da passt doch irgendwas nicht zusammen. Das Neue Testament sagt, dass Israel an den Heiden eifersüchtig werden soll, weil Israel sieht, dass alle Welt an Gott glaubt und an Jesus Christus und von neuem geboren wird. Und ihr Wesen neu wird und verändert ist und echte Menschen aus ihnen werden, ja, im guten Sinn des Wortes. Mit allen Fehlern, keine Frage, ja. Aber dass sie sehen, dass die Heiden ein Opfer haben, ein Tempel sind, einen hohen Priester haben. Ja, das war eigentlich das, was Gott vorhatte und was Gott Israel zeigen wollte. Aber die Juden haben natürlich auch mitbekommen, dass die Christen sagen, sie sind wiedergeboren, Gottes Geist wohnt in ihnen. Da haben die Juden dann draus gemacht, dass in ihnen ein göttlicher Funke ist, ja, das ist kabbalistisch, dass sie diesen göttlichen Funken in sich tragen, mit dem sie die Welt erleuchten sollen. Natürlich haben die Juden gehört, dass die Christen einen dreieinigen Gott haben. Dann haben sich die Juden im Kabbalismus einen zehneinigen Gott gemacht, ja, Ein Sof, der Obergott, der ewige Ein Sof, sich der Gott des Alten Testaments, ja. Und es geht dann runter bis zur Schechina. Das heißt, die Juden haben sich selber so etwas Ähnliches gemacht wie die Christen auch, ja, aus Eifersucht, aus Minderwertigkeitskomplex, keine Ahnung. Aber eins haben sie nicht gemacht, sie sind nicht umgekehrt. Und daran muss man sich mal reinversetzen, ja, wenn ein Jude oder ein Israeli, wie alle anderen Menschen auch, zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann würde der keinen Tempel mehr bauen wollen. Dann würde der auch
selbst sein eigenes Volk Israel, auch wenn er es lieb hat, ja, ist ja okay, kann er ja tun, nicht mehr als Gottes Volk bezeichnen, sondern dann würde er sagen, das Volk Gottes besteht aus allen, die an Jesus Christus glauben. Wenn ein Mensch, der vorher Jude war, sich zu Jesus Christus bekehrt, dann würde der auch keinen Tempel mehr bauen wollen, oder? Wenn die Juden aber einen Tempel bauen wollen, dann geben sie damit ja zu, dass sie überhaupt nichts verstanden haben. Denn sie könnten ja selbst zum Tempel Gottes werden im Heiligen Geist. Aber sie wollen ein Haus bauen aus Steinen und Holz, in denen alle Religionen anbeten sollen, ja, synkretistisch. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, könnt ihr euch anschauen. Vielleicht blende ich euch das hier oben mal einfach ein. Hochspannend. Ist Israel Gottes Volk? Nein. Die Gemeinde Jesu Christi ist Gottes Volk. War Israel im Alten Testament Gottes Volk? Ja, natürlich. Im Alten Testament ging es ja auch um irdische Linien, um völkische Linien, um Stammeslinien, um Abstammungen. Im Neuen Testament geht es darum nicht mehr. Im Neuen Testament gibt es nur noch geistliche Linien, ja, die sich allein am Glauben orientieren. Und weil Abraham ein Vater des Glaubens war, deswegen sind wir Kinder Abrahams. Nicht, weil wir von ihm abstammen würden durch irgendeine Abstammungslinie, sondern weil wir den gleichen Glauben haben wie Abraham. Was hat Abraham denn geglaubt? Abraham hat geglaubt, dass Gott den toten Isaak nach der Opferung, die Gott von ihm forderte, wieder auferwecken würde. Gott hat diese Opferung von Abraham dann nicht eingefordert, ja. Aber Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Warum? Weil in seinem Sohn Isaak ihm die Verheißung genannt wurde. Gott hat gesagt, in Isaak sollen dir Nachkommen werden, ja. Und 14 Jahre später sagt Gott zu Abraham, opfere mir den Isaak. Und da hat Abraham gesagt, Gottes Berufung und Erwählung können ihn nicht gereuen. Der wird Isaak wieder zum Leben erwecken. Und das heißt also, Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Und wir glauben, dass Gott seinen Sohn, den er geopfert hat, auch auferweckt hat. Also haben wir auch einen Auferstehungsglauben. Also glauben wir wie Abraham. Also sind wir Abrahams Kinder. Also ist Abraham der Vater des Glaubens. Welches Glaubens denn? Des Auferstehungsglaubens. Also ist Abraham der Vater des Auferstehungsglaubens und wir sind seine Kinder, weil wir auch an die Auferstehung glauben. Wäre Abraham bei der Kreuzigung Jesu Christi dabei gewesen, dann hätte er in dem Tag darauf die Jünger getröstet und hätte gesagt, in diesem Jesus liegen alle Verheißungen Gottes. In diesem Jesus, der der Christus war, liegen alle Verheißungen Gottes. Der kann nicht tot bleiben. Der muss auferstehen. Das hätte Abraham gesagt. So groß war der Glaube Abrahams, ja. Jetzt mal ganz zu schweigen, dass Abraham auch an die Wiedergeburt geglaubt hat. Das ist nochmal ein spezielles Thema. Aber zu sagen, alle, die Abraham segnen, sind gesegnet und alle, die Abraham fluchen, sind verflucht. Das jetzt, was die Bibel ja sagt, das jetzt zu übertragen auf das heutige Israel, das ist nach Neuem Testament vollkommen falsch. Ja, das ist ganz falsch. Warum? Israel sagt, wir stammen alle von Abraham ab und deswegen ist es so, alle, die Israel segnen, sind gesegnet und alle, die Israel fluchen, sind verflucht. Und deswegen sagen auch viele Christen, viele evangelikale Christen, kenne ich auch einige von, die sagen, ja, weil Deutschland nach dem Krieg Israel beim Wiederaufbau geholfen hat, deswegen ist Deutschland in den Nachkriegsjahren auch so gesegnet worden. Weiß ich nicht, kann sein. Aber das jetzt von der Bibel her abzuleiten, das geht nicht. Vom Neuen Testament her müssen wir sagen, alle, die dem gläubigen Abraham fluchen, sind verflucht. Alle, die den gläubigen Abraham segnen, sind gesegnet. Und mit Abraham auch wir. Ja? Das heißt, alle, die den Menschen, die an Jesus Christus glauben, fluchen, die sind verflucht. Und alle, die Menschen, die an Jesus Christus glauben, segnen, die sind gesegnet. Die haben auch Anteil an dem Segen. Ja? Nicht, weil wir so tolle Leute wären. Wir selber in Person, wir haben das nicht verdient. Aber Gott wacht über seine Kinder, auch wenn seine Kinder oft in Schwachheit leben. Ja, das ist sicher richtig. Wir müssen auch nicht perfekt sein. Wir sollen ehrlich sein. Ja, wir sollen authentisch sein. Wir sollen echt sein. Das ist das, was Gott von uns will. Und deswegen ist es so, alle, die dem gläubigen Abraham und seinen Glaubenskindern fluchen, die sind verflucht. Und jetzt wird es schwierig. Denn die Juden mögen Jesus Christus nicht. Die fluchen Jesus Christus. Und die mögen auch die Christen eigentlich nicht. Die Christen bringen viel Geld ins Land.
Müsst euch überlegen, seit 70 Jahren gibt es Israel und seit 70 Jahren wird aus der ganzen Welt nach Israel gespendet, auch für den Tempel. In China gibt es Leute, die verkaufen ihre Häuser, um für den Tempel zu spenden. Ich habe das schon mehrfach gesagt, ich glaube, dass die Israelis, wenn sie denn wollten, den Tempel 10-mal bauen könnten. So viel Geld ist da für den Tempel. Seit 70 Jahren wird dort gespendet, ja, von Christen. Die Juden lehnen Jesus Christus zutiefst ab. Und im Talmud stehen Dinge, die man als Christ besser nicht sagt. Die sind zum Teil sowas von herabwürdigend und demütigend und schmutzig, dass ich behaupten würde, der Talmud ist der Juden Unglück. Das wäre der erste Schritt zur Besserung, wenn die Juden sich von ihrem babylonischen Talmud abwenden würden. Und der Talmud ist tatsächlich im ureigentlichen Sinn babylonisch, ja, mit dem, was da drin steht. Sich vom Talmud abzuwenden wäre mal der erste Schritt, den die Juden eigentlich tun sollten. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die ich auch wichtig finde. Wenn man jemand fragen würde, was ist ein Jude, dann würde er sagen, ein Jude ist jemand, der an Gott glaubt. Okay, wenn jemand an Gott glaubt, muss er auch glauben an das, was Gott tut, oder? Natürlich. Wenn Gott seinen Sohn auf Golgatha geopfert hat, dann muss man als Jude das auch glauben, weil sonst ist man kein Jude. Natürlich. Vor diesem ganzen Hintergrund, was ist das Israel Gottes, ja, wie Paulus mal im Römerbrief schreibt, das Israel Gottes ist nur das Israel, das an Jesus Christus glaubt. Ja, das Israel, das nicht an Jesus Christus glaubt, ist nicht das Israel Gottes. Wenn das Israel, das nicht an Jesus Christus glaubt, einen Tempel bauen will, dann ist er nicht der Tempel Gottes. Paulus schreibt aber im 2. Thessalonicher vom Tempel Gottes. Johannes schreibt im Neuen Testament vom Tempel Gottes. Das heißt also, wenn verschiedene evangelikale Prediger sagen, die Juden würden einen dritten Tempel bauen und das wäre dann der Tempel Gottes und in den würde sich der Antichrist reinsetzen, dann ist das dermaßen falsch, dass ich da gar nicht aufhören kann, mir den Kopf drüber zu schütteln. Das ist sowas von hanebüchen falsch und eigentlich in seinem ureigentlichen Kern der Dinge judaistisch, dass ich einfach, dass ich staune und frage mich, ob solche Leute dann überhaupt, ich sage das mal einfach, ja, verdient haben, christliche Prediger zu heißen. Ich meine Prediger des Evangeliums. Haben die das Evangelium nicht verstanden? Wissen die nicht, dass das Volk Gottes des Neuen Testaments alle die sind, die glauben und eben nicht Israel? Beugen die sich so sehr dem Zeitgeist? Würden die, wenn die so irdisch denken, heute überhaupt Jesus Christus als Messias anerkennen, wenn sie nicht schon eine 2000-jährige christliche Tradition hätten, in der sie sich ja bewegen und in der sie aufgewachsen sind? Würden diese Leute, wenn sie bei Null anfangen würden, theologisch, glaubensmäßig, würden die dann sagen, nee, Jesus war nicht der Messias? Ja, das steht fast zu befürchten. Ich weiß, dass das hart ist, aber es geht ja darum, was geschrieben steht und nicht um das, was wir hier allenthalben sehen. Wir leben ohnehin in einem kompletten Abfall in unserer Zeit vom christlichen Glauben. Ja? Der kriegt allerlei Färbungen und Schattierungen, aber der kriegt eine Banane, die fault auch. Ja? Die kriegt auch alle möglichen Farben. Die wird, am Anfang wird sie, ist sie noch gelb, dann wird sie schwarz, dann wird sie schwarz-braun, dann wird sie beige, dann wird sie, am Ende wird sie so schimmelig-grün, schimmelig-weiß. Ja? Die nimmt allerlei Farben an. So ist es im Christentum auch. Ja? Das Christentum hat allerlei Färbungen, allerlei Abfall. Allerlei Fäulnis, muss man eigentlich sagen. Und dazu gehört auch diese Chimäre davon, dass Israel Gottes Volk wäre. Israel war Gottes Volk im Alten Testament und Israel wird auch wieder Gottes Volk werden im tausendjährigen Reich. Dann, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann wendet sich Gott seinem Volk Israel wieder zu. Aber das geht durch schwerste Gerichte. Und das wissen die Christen eigentlich auch, dass 2/3 von Israel umkommen werden, dass Israel durch sehr, sehr schwere Zeiten gehen wird und dann in großer Not irgendwann zu Gott schreit. Und das wird so, fast so sein wie bei der Wüstenwanderung. Ja, während dieser 40 Jahre Wüstenwanderung ist diese ganze erste alte Generation ausgestorben und da wuchs eine neue Generation an und die zog ins neue Land. Ja?
Fast so ist es auch in der 70. Jahrwoche. Dieses Volk geht durch einen tiefen Reinigungsprozess. Dieses Volk wird geläutert werden und wird ein kleiner, bescheidener, feiner Teil von Leuten übrig bleiben. Und die rufen zu Gott, und auf diesem Überrest, der in Jerusalem dann sein wird in der letzten Zeit, in einem zerstörten, verwüsteten, abgebrochenen Jerusalem, denn Jesus sagt, seht ihr nicht, dass alles hier bleibt, kein Stein auf dem anderen. Er meint ja nicht nur den Tempel, er meint die ganze Stadt Jerusalem. Die ganze Stadt Jerusalem wird in der Endzeit zerstört werden, das ganze Land wird verwüstet werden, das Land wird auseinanderbrechen, das moderne Israel, das wird auseinanderbrechen, verwüstet und verheert werden und menschenleer sein. Und die Stadt Jerusalem wird abgebrochen werden, wird geschleift werden und kein Stein bleibt auf dem anderen. Und in diesen verwüsteten Ruinen, da findet sich ein kleiner Überrest von Israelis, von Juden, und die schreien zu Gott. Und dann kommt Jesus Christus am Ende der 70. Jahrwoche, wenn die dann rufen, kommt Gott vom Himmel herab, kommt Jesus Christus auf den Ölberg und richtet dann sein Reich auf, sein weltweites Reich mit diesen Juden, die dann aber Leute sein werden wie so ein Abraham, Leute sein werden wie ein David, wie ein Jonathan, keine Sauls-Leute, sondern Leute, die Charakter haben, die Glauben haben, ja, und die durch schwere Zeiten gegangen sind, bis Gott sie gerufen hat. Die werden dann nicht mehr wiedergeboren werden. Im Neuen Testament, im tausendjährigen Reich, gibt es keine Wiedergeburt mehr. Das wissen auch viele Evangelikale nicht. Vielleicht machen sich auch keine Gedanken darum. Ja? Im tausendjährigen Reich wird so geglaubt wie im Alten Testament. Die Wiedergeburt wird aufhören an dem Tag, wo die Gemeinde entrückt wird. Wenn die Gemeinde entrückt wird, gibt es keine Wiedergeburt mehr. Denn alle, die wiedergeboren sind, gehören ja zum Leib Jesu Christi. Und wenn sie zum Leib Jesu Christi gehören, müssen sie zwingend bei der Entrückung dabei sein. Ob sie zum Zeitpunkt der Entrückung noch leben oder schon verstorben sind, spielt gar keinen Unterschied. Man macht keinen Unterschied, spielt keine Rolle, weil die verstorben sind, werden auferstehen. Weltweit, könnt ihr euch das vorstellen, weltweit, auf der ganzen Welt gehen alle Gräber auf. In Südamerika, in Grönland, in Russland, in Novosibirsk, in Europa, im Nahen Osten, in Arabien, in Saudi-Arabien, überall auf der ganzen Welt an diesem Tag, der Entrückung ist ja ein Tag, oder? Ja, ist natürlich keine Phase, ja? Das ist ein Tag, gehen alle Gräber weltweit auf. Euer Friedhof dort in der Nähe, wenn dort gläubige Leute begraben sind, gehen die Gräber auf und dann werden die Leiber der Verstorbenen hinaufgerückt werden in die Wolken. Das wird die ganze Welt sehen. So groß ist das, was die Bibel da beschreibt mit dem Thema Entrückung. Da wird immer so, naja, etwas lax drüber gesprochen, aber wenn man sich überlegt, was das bedeutet, was das für ein gigantisches Ereignis ist, weltweit öffnen sich die Gräber und die Toten werden auferstehen und werden mit denen, die leben, hingerückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Das wird shocking sein. Das wird wohl schockierend sein für die Welt, für die dann noch leben. Denn die Welt geht auch durch diese Trübsal hindurch. Und durch eine große Verwüstung. Wen es interessiert und wer sich da vertiefen will, lest einfach mal Jeremia 25. Lest das Kapitel mal ganz durch. Und dann, wenn ihr das gelesen habt, dann lest das nochmal. Und wenn ihr es dann fertig gelesen habt, dann lest das ein drittes Mal. Das muss man dreimal lesen oder fünfmal lesen. Das ist das, was auf uns zukommt. Ja. Und da glaube ich, ist es ganz gut, wenn man eine gewisse Lebensnüchternheit entwickelt. Vielleicht ist das, was wir hier sehen, ein gewisser Anfang davon. Weil wir Menschen, speziell wir Westeuropäer, wir haben Gott eigentlich aus unserem Leben komplett verbannt. Und Jesus Christus schon zweimal. Und ich sage immer, wir schämen uns ja, wenn über Gott die Rede ist oder über Jesus Christus. Ihr könnt das ja mal machen. Ihr wisst das ja vielleicht auch, wenn ihr mit Leuten redet und fangt vom Glauben an, oder fangt von Gott an oder fangt von Jesus Christus an, drehen die Leute sich weg, die gehen, die haben auch gar nichts mehr zu sagen. Die werden stumm oder kriegen so einen verzerrten Gesichtsausdruck und dann wackeln die weg, ja. Das ist eigentlich die geistliche Situation im Volk der Reformation. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Gott sagt, ihr habt mich nicht gewollt und da wollte ich euch auch nicht mehr. Und dann gibt Gott den Menschen in die Hand des Menschen. Ja, dann wird ein Mensch dem anderen sein Wolf. Ob wir das sehen, ist schwierig abzustreiten, ne? Ich schließe mal hiermit.
Israel ist nicht Gottes Volk. Israel war Gottes Volk und wird wieder Gottes Volk werden. Gottes Volk sind alle die, die des Glaubens Abraham sind. Denn Abraham war der Vater des Glaubens, der an die Auferstehung geglaubt hat, schon tief im Alten Testament. Und eigentlich müssten alle Kinder Abrahams, und zwar sowohl die des Glaubenskinder sind, als auch die von ihm abstammen, nämlich die Juden, an Jesus Christus glauben. Sonst sind sie keine Kinder Abrahams. Versteht ihr das? Ja? Deswegen ist das Volk Gottes, das sind die Christen, das sind alle die, die an Christus glauben. Und die nicht an Christus glauben, sind nicht Gottes Volk und werden auch nicht Gottes Tempel bauen können. Selbst wenn sie dort einen errichten im Nahen Osten. Viele fragen mich, ob da denn einer errichtet wird, ja oder nein. Ich weiß das nicht. Warum weiß ich das nicht? Weil die Bibel das nicht sagt. Eins tut sie auf jeden Fall nicht. Sie behauptet nicht, dass er gebaut würde. Das gibt es in der Bibel nicht. Kann sein, dass die Juden trotzdem einen bauen, obwohl die Bibel das jetzt nicht vorhersagt, weil ob die Juden einen bauen oder nicht, vollkommen unerheblich, spielt überhaupt keine Rolle. Der Tempel, der kommen wird, ist, wenn die ganze Stadt Jerusalem wiedergeboren wird, dann kommt der Tempel. Dann ist der Tempel auch erfüllt mit einer Priesterschaft, mit wiedergeborenen Juden. Das sind dann Priester im Geist Gottes, im Geist Jesu Christi, so wie wir auch. Ja? Dann ist der Tempel Gottes da, der Tempel Gottes, nicht ein jüdischer Tempel. Wohl dem, der Augen hat dafür, das zu sehen. Ja? Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und sag mal bis bald.